Lunchpaket. Ui, wie? Ja, was ist denn hier los? Props to my dad. Haben sie etliche Verwüstungen angerichtet. Mimi hat gestern den Vorschlag gemacht, dass wir einfach für 2 Tage so ein Wellnesswochenende machen. Und ich habe sowieso frei und sie hat gesagt, sie lädt mich ein. Das ist ja, danke, man muss nochmal. Ja auch einen Vorteil haben, wenn die Eltern keinen Bock auf einen haben. Ja, I guess. Naja, ohne den Taui von meinem Dad wären wir nicht hier. Also von daher. Stimmt. Props to my dad. Weißt du, was so geil wird? Ein Glas so Wasser. Eine geile Cola. Ui, die. Ui, die. Hast du nicht gerade noch irgendwas von Cola gesagt? Was gehört Ihnen? Ja, die Hälfte. Okay, das trinkst du jetzt alles, okay? Die ganzen Getränke, die gehen bei euch auf die Rechnungsnummer, auf die Zimmernummer. Und der Raum, der muss jetzt wieder hergerichtet werden, den müsst ihr auch bezahlen. Ich kann nicht mehr. Aber, Girl, später gibt's so fett Essen, wirklich. Echt? Das ist 3-Sterne-Lokal hier. So geil. Mimi. Ja, können wir was essen gehen? Ich hab Hunger. Ja, wir haben verpennt. Ja, aber die haben doch bestimmt noch irgendwo was, oder? Oidi! Oh, toll, hier hätten wir vorhin essen können, ne? Oidi, das wäre echt schön. Komm, lass jetzt hochgehen, bitte. Bro? Das ist die Küche. Geil! Oidi! Vielleicht haben wir ja noch Essen, ne? Wir haben gezahlt. Und vielleicht wird es ja sonst auch weggeschmissen. Ich habe schon bestellt und mein Essen ist noch nicht da. Ja, okay. Ich hätte gerne die Nummer 13, die 15, die 28, die 99 und die 96. Mhm. Oh mein Gott. Hier. Noch mehr, mehr, mehr. Run. Wir machen auf Geschwindigkeit. Willkommen in Lattes und Mimis Küchen. Ich packe mein Lunchpaket im Hotel. Also, was darf nicht fehlen? Obst. Ist da jemand? Licht aus. Wir wurden fast erwischt, aber wir haben es noch geschafft, diese Tür da zu öffnen. Und dann gab es so einen anderen Ausgang und dann kam erst jemand in die Küche und dann konnten wir schnell weggehen. Oh! Oh ja, das sind die Shampoos! Das sind die Mini-Shampoos! Und es ist fast leer, glaubst du, wir können uns hier eins mitnehmen? Oh, oh Mann. Ja, guck mal, das sind die Uniformen. Weißt du, was mich das erinnert? Zack und Cody Hotel! Ja, sie ist super gute. Sieht super aus. Oh Gott, aber du, hallo. Du siehst aus, Schnitte. Als würdest du hier arbeiten. Ich glaube, ich habe absolut die Herrenabteilung erwischt. Hallo, grüß Sie, dass ich Sie treffe. Mir ist ein kleines Missgeschick passiert und ich würde gern, dass Sie mir das Bett beziehen. Wäre es möglich? Gerade ganz schwierig. Wir müssen nämlich jetzt in Wir sind 302. Aber Sie albern noch bloß rum hier. Seien Sie so freundlich und helfen mir und beziehen das Bett, ja? Das kann man schon verlangen in dem Hotel. Ja. Dann gehen wir. Jetzt reicht's, aber was macht ihr denn da? Das sind die beiden Damen, die gestern auch das Flipchart verschmiert haben, die ganzen Getränke ausgetrunken und der Raum dementsprechend ausgeschaut hat, ja? Also es soll tiptop hergestellt werden. In der Küche ist ein Chaos, also ich könnte mir vorstellen, dass es die beiden dann auch waren. So, grüß Gott. Wie ich gehört habe, haben sie etliche Verwüstungen angerichtet. Also das ist ja wirklich, geht ja überhaupt nicht. Und wir werden jetzt ihre Rechnung fertig machen. Den Schaden werden sie uns selbstverständlich bezahlen. Und dann reisen sie bitte ab. Und darüber hinaus gebe ich ihnen auch noch ein Hausverbot.
Mimi und ich ziehen schon manchmal schräge Sachen ab. Wie zum Beispiel in diesem Video, als ich in der Fahrschule richtig weird von so einem Stranger angeguckt wurde. Klickt euch rein, wenn ihr sehen wollt, wie Mimi da abging. Und nicht vergessen, abonnieren.